Ja, liebe Marktplatzbesucher, wir machen hier heute eine kleine Aktion vom Volksverein Mönchengladbach, der in diesem Jahr 35 Jahre alt wird. Und wir möchten Sie mit dieser Aktion ein wenig einstimmen auf unseren Tag der offenen Tür, der am morgen in zwei Wochen, am 10. Juni, auf der Geißenbecker Straße stattfindet. Und wir haben hier ein paar Dinge aufgebaut, unsere Rapsmühle in Miniaturformat, um mal zu sehen, was wir da machen. Der Stromsparcheck präsentiert sich, für die Kinder gibt es hier Popcorn. Und zu Beginn, und hier links ist noch eine Couch, auf der man sich mit einem Selfie-Foto ausstatten kann und dann eben das auch mit einem Rahmen des Volksvereins ausstatten kann. Außerdem gibt es hier nochmal etwas die Blackbox, in der man, ich sag mal, sozusagen neue Sinneserfahrungen machen kann. Wir laden Sie herzlich ein, einfach mal neugierig zu sein und ein bisschen von dem, was am Tag der offenen Tür dann auch präsentiert wird, hier schon mal vorzuschnuppern. Und wir starten jetzt aber mit einer Einübung und einem Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Arbeitsbereichen, die hier in Anlehnung auch an unser Straßenreinigungsprojekt Clean Up hier mit Mülltonnen Ihnen jetzt ein wenig musikalische Töne beibringen wollen. Ja, ganz herzlichen Dank, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen viel Spaß hier bei Information und Unterhaltung. Danke. Thank you.